Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter. Es gibt so Ereignisse, die berühren mich jedes Mal aufs Neue. Zum Beispiel das hier. Wir sind im Juli 1948. West-Berlin ist von der Außenwelt abgeschnitten. Stalin hat sämtliche Autobahnen sperren lassen. Die Bevölkerung kann nur noch über den Luftweg versorgt werden. Einer der US-amerikanischen Piloten steht auf dem Flughafen Tempelhof und sieht am Zaun Kinder spielen. Er will ihnen was geben, hat aber nur 2 Stück Kaugummi dabei. Für 8 Kinder. Er bricht die Stücke auseinander und löst damit Begeisterung und Dankbarkeit aus. Das beeindruckt ihn so sehr, dass er den Kindern verspricht, am nächsten Tag mehr Süßigkeiten aus seinem Flugzeug zu werfen, wenn er wieder über die Stadt fliegt. Und damit sie ihn erkennen, wackelt er mit den Flügeln. Die Süßigkeiten knotet er an Taschentücher, damit sie sanft landen. Das macht er ab dann jedes Mal, wenn er nach Berlin fliegt. Kollegen machen es ihm nach. Und so bekommen tausende Kinder in West-Berlin bis zum Ende der Luftbrücke 20 Tonnen Schokolade, Kaugummi und andere Süßigkeiten. Und der Name Rosinenbomber für die Flugzeuge ist geboren. Hauptgrund der Berliner Luftbrücke war aber immer noch die Versorgung von 2 Millionen Einwohnern. Und das war eine logistische Meisterleistung. Darüber reden wir heute unter anderem mit... Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Hi. Grüß dich. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann ja eine neue Krise, nämlich der Kalte Krieg. Die Berliner Luftbrücke war ein vorläufiger Höhepunkt dieser Krise. Was war denn passiert, dass es zu so einer drastischen Situation kommen konnte? Naja, also die Situation war wirklich drastisch und sie wurde auf dem Rücken der Menschen in Berlin ausgetragen. Man muss sich das immer vor Augen halten, dass der Krieg, der gerade am Ende in Berlin besonders heftig getobt hatte, kaum 3 Jahre vorbei war. Man könnte sagen, aus der Not in die Not, aber darauf nahm die große Politik damals natürlich keine Rücksicht. Aber der Reihe nach. Die Alliierten hatten zunächst einmal bei der Konferenz auf Jalta im Februar 1945 und dann noch einmal bei der Konferenz von Potsdam im Sommer 1945 beschlossen, Deutschland in 4 Besatzungszonen aufzuteilen, für jede Siegermacht eine, und das Land als Ganzes zu behandeln und gemeinsam zu verwalten. Die Aufteilung der einzelnen Zonen war so, dass Berlin mitten in der sowjetischen Zone lag, ohne Zugang zu den 3 westlichen Zonen. Man kann sich das ja leicht vorstellen, was der sowjetische Machthaber, das war damals Josef Stalin, wollte. Er wollte natürlich Berlin in die Ostzone integrieren und dann zur Hauptstadt der 1949 entstehenden DDR machen. Aber das wollten die anderen Alliierten natürlich nicht, die im Übrigen Unterstützung bekamen von den Deutschen, die in ihren Besatzungszonen wohnten. Und was genau hat dann dazu geführt, dass Stalin West-Berlin im Sommer 1948 hat abriegeln lassen? Naja, also es gab natürlich einen konkreten Grund, aber es hätte auch ein anderer Grund sein können. Denn die Siegermächte des Weltkrieges hatten sich unmittelbar nach dem Krieg auseinanderentwickelt. Aus dem gemeinsamen Ziel, den deutschen Kriegsgegner zu besiegen, war ein Kampf um den eigenen Vorteil geworden. In Ostdeutschland, also dem Gebiet, das unter sowjetischer Hoheit stand, waren seit 1945 politische Maßnahmen getroffen worden, die im Gegensatz zur Entwicklung im Westen standen. Ein paar Beispiele. Im September 1945 wurden bei einer Bodenreform Landbesitzer enteignet, die mehr als 100 Hektar Land besaßen. Ein Jahr später, im April 1946, mussten sich unter dem Druck der sowjetischen Besatzer SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, zusammenschließen, die fortan das Sagen hatte. 1947 erfolgte dann die Umwandlung der anderen Parteien zu sogenannten Blockparteien, die zwar an sich eigenständig existierten, aber an sich auch machtlos waren, weil sie mit der SED zwangsweise in einem Block vereinigt waren. Und 1948 kam dann der Knackpunkt dazu, der die Abriegelung der drei Westzonen in Berlin zur Folge hatte. Und das war? Man nennt es die Währungsreform, die überraschend in der Nacht des 20. Juni 1948 in den westlichen Zonen durchgeführt wurde. Zwar war an den Tagen davor über einen solchen Schritt schon gemunkelt worden, aber trotzdem war für viele Menschen die Überraschung groß, als das neue Geld dann tatsächlich da war. 3 Tage später wurde die neue D-Mark auch in den Westsektoren Berlins eingeführt. Und damit führten die Westalliierten eine faktische wirtschaftliche Spaltung Deutschlands herbei, der am Anfang eines wirtschaftlichen Erholungsprozesses in den 3 Westzonen stand. Die sowjetische Führung reagierte verärgert und sah in diesem Schritt einen Affront. Als Reaktion darauf sperrten sowjetische Militäreinheiten erst den gesamten Fußgänger-, Zug- und Warenverkehr zwischen den Westzonen und dem Rest Berlins. In den Tagen darauf gab es diplomatisches Geplänkel und massive Drohungen, die dann schließlich in der vollständigen Abriegelung der 3 Westsektoren der Berliner Stadt mündeten.
Und daraufhin wurde dann die Luftbrücke organisiert, die die Berliner Bevölkerung quasi aus der Luft versorgt hat. Ja, also so stand es jedenfalls in meinem und vermutlich auch in deinem Geschichtsbuch. Vollständig falsch ist das natürlich auch nicht, aber es gab eben auch viele andere Faktoren, die für die Versorgung der Berliner Bevölkerung ausschlaggebend waren. Aber wichtig war die Luftbrücke ganz unabhängig von historischen Details auch aus einem anderen Grund. Sie gilt als Paradebeispiel für die deutsch-amerikanische Freundschaft, die durch den Einsatz der Amerikaner für den einstigen Kriegsgegner Deutschland so eindrucksvoll dokumentiert wurde. Und das vor allem auch dank der Süßigkeiten, die die Piloten an ihren Taschentuchschirmen herabgeworfen haben. Die Berliner Luftbrücke, unser Thema heute. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Vom 26. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949, 462 Tage lang, haben die amerikanische, die britische und die französische Luftwaffe West-Berlin aus der Luft versorgt. Mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kohle. Eine logistische Mammutaufgabe. Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team erzählt uns mehr. Ready, Joe. Haben wir alles. Ja, warte, Bill, ich check das nochmal. Wir haben hier Öl, wir haben Milch, wir haben Kartoffeln und ziemlich viel Kohle hier. Aber alles da. We're good to go. Okay, let's go to Berlin. Ende Juni 1948. Verregnete Tage in Deutschland. Erst vor rund 3 Jahren sind Flugzeuge der britischen und der US Air Force übers Land geflogen, um es zu bombardieren und die Nazis zur Kapitulation zu zwingen. Jetzt fliegen wieder Maschinen der Westalliierten nach Berlin, diesmal aber, um den mehr als 2 Millionen Menschen in der Hauptstadt zu helfen. Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Deutschland ist von den 4 alliierten Siegermächten in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, auch Berlin. Die Stadt liegt aber wie eine Insel in der Sowjetzone. Und als es zunehmend Knatsch gibt zwischen den Westsiegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und den Sowjets, da blockieren die nach und nach bis Ende Juni 1948 alle Zufahrtswege nach West-Berlin, also Straßen, Schienen und Wasserwege. Und sie stellen den Strom ab. Damit will Stalin Unruhen auslösen und die Westalliierten aus Berlin vertreiben. Aber die Blockade vergrößert die Solidarität im Westen. Der britische Außenminister Ernest Bevin erklärt: The physical suffering of 2.5 million people in Berlin to try and influence the Western powers in their treatment of the Germans and to try to force us out is one which we are unable to accept. Ein Offizier der britischen Royal Air Force hat schon einen Plan ausgearbeitet für eine Versorgung West-Berlins aus der Luft. Und zwar über Hamburg, Hannover und Frankfurt am Main. Diese 3 Luftkorridore hatten die Sowjets den Westalliierten zugesichert und sie sind weiter offen. Die Amerikaner lassen sich von der Idee einer Luftbrücke überzeugen und beginnen ihre Versorgungsflüge nach Tempelhof, laut den meisten Berichten am 26. Juni 1948. Codename Operation Vittles, bei den Briten Operation Plainfare. Sie landen ab 28. Juni in Gatow und mit Flugbooten auf Havel und Wannsee. Not long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Der US-Einsatz bekommt sogar einen eigenen Song vom Komponisten Irving Berlin. Der hat schon Hits geschrieben wie Puttin' on the Ritz, God Bless America und White Christmas. Für Operation Vittles steht er bei einem Auftritt vor US-Truppen selbst hinter Mikro, unterstützt von einigen Soldaten. Operation Vittles, as in the night we go, we won't forget to blow, against the world of Joe, we're going faster. Auch andere westalliierte Länder beteiligen sich in kleinerem Umfang an der Luftbrücke. Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika sind mit dabei. Auch die Franzosen als 4. Besatzungsmacht. Die ziehen in 3 Monaten noch einen 3. Flughafen hoch, Berlin-Tegel. Die Alliierten fliegen im Akkord, zu Hochzeiten fast alle 60 Sekunden eine Maschine. Das System ist ausgeklügelt. Reinfliegen im nördlichen und südlichen Luftkorridor, rausfliegen im mittleren Korridor. Die Piloten fliegen außerdem in mehreren Ebenen und haben nur einen Landeversuch. Beim Entladen arbeiten auch Berliner mit. Wir wurden dann in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhielt einen amerikanischen Checker
und wurden nacheinander aufgerufen, immer zum nächsten Flugzeug oder go to the next plane hieß es dann. Die Berliner nennen die Maschinen Rosinenbomber. An Bord sind im Schnitt 2,5 Tonnen Fracht. Vor allem Kohle zum Heizen und Lebensmittel wie Milchpulver, Mehl, Trockenkartoffeln und anderes Gemüse. Als die Westberliner befürchten, dass die Westalliierten sich mit den Russen einigen könnten, ruft Oberbürgermeister Ernst Reuter am 9. September 1948 vor dem Berliner Reichstagsgebäude: Ihr Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Der Appell hat Erfolg. Die Luftbrücke geht weiter. Und schließlich heben die Sowjets ihre Blockade Berlins auf. Am 12. Mai 1949. Autos und Züge können wieder in die Stadt fahren. Die Luftbrücke wird aber noch ein paar Monate fortgesetzt. Am 6. Oktober 1949 werden die letzten Güter von der britischen Royal Air Force nach Berlin geflogen. Wie es gelingen konnte, 2 Millionen Einwohner aus der Luft zu versorgen, Wiebke Lehnhoff hat es uns erklärt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ich habe mal eine Führung im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin mitgemacht. Da steht noch einer dieser alten Rosinenbomber. Eine Wand ist bemalt mit einem riesigen, bunten Gemälde zur Luftbrücke und überall gibt es kleine Anekdoten aus der Zeit zu hören. Es ist fast, als wäre dieser Flughafen nur für die Luftbrücke da gewesen. Über diese Mythenbildung und die wirkliche historische Bedeutung der Berliner Luftbrücke spreche ich jetzt mit Dr. Bettina Greiner. Sie leitet das Willy-Brandt-Haus in Lübeck. Hallo, Frau Greiner. Hallo, guten Tag. Warum haben die Westalliierten und allen voran die USA die Luftbrücke überhaupt organisiert? Wichtig ist dafür zu wissen, dass die amerikanische Seite mit ihrer Außenpolitik davon ausging, dass die sowjetische Seite eine expansive Politik betreiben würde. Also, dass sie darauf ausgelegt wäre, möglichst noch ganz Deutschland oder womöglich auch Europa in ihren Herrschaftsbereich einzugliedern. Darauf reagierte die amerikanische Seite mit der sogenannten Containment-Politik. Also Containment, das heißt Eindämmung. Und in diesem einen Wort zeigt sich eigentlich schon sehr schön, was damit gemeint wurde, nämlich so, also bis hierhin und nicht weiter. Das ist im Kern diese Politik. Es war natürlich schöner formuliert. Die Truman Doctrine, benannt nach dem damaligen amerikanischen Präsidenten, sprach also davon, freie Menschen zu ihrer freien Willens- und politischen Entscheidung zu begleiten. Und Berlin war jetzt aus amerikanischer Sicht wirklich die erste große Feuerprobe dieser neuen Politik. Hat die Luftbrücke denn die Berliner allein am Leben gehalten? Die Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Also zwischen Beginn der Luftbrücke, 26. Juni 48, Ende der Luftbrücke, 12. Mai 49, wurden mehr als 2,3 Millionen Tonnen Fracht nach West-Berlin geflogen, hauptsächlich Kohle und knapp 500.000 Tonnen Nahrungsmittel. Das ist wirklich eine große Leistung. Das sind beeindruckende, nachgerade fantastische Zahlen. Bricht man sie jedoch herunter auf diese 2,2 Millionen Menschen, die sich in dem Teil der Stadt befanden, dann wird relativ schnell klar, dass das nie und nimmer gereicht hätte. Und um nun Ihre Frage zu beantworten, muss ich mit einem der großen Mythen dieser Luftbrücken Erinnerung brechen. Nämlich, dass die Luftbrücke total gewesen wäre. Also sicherlich, es waren alle Landwege blockiert, es waren nicht die Luftwege blockiert. Darüber wurde die Fracht in die Stadt gebracht. Aber was auch nicht blockiert war und was damals eben noch relativ gut ging, war, dass die Westberliner ins Umland konnten. Sie konnten nach Brandenburg, sie konnten nach Ostberlin. Und das ist ja auch eine historisch gewachsene Region. Da gab es Familien diesseits und jenseits und in diesem Stadtteil und in jenem Stadtteil. Man war irgendwie geeint in der Ablehnung der sowjetischen Machthaber, also das ist auch ein starkes Motiv gewesen. Es gab Hamsterfahrten, Schmuggel, klar, großes Schiebertum. Also das war vielleicht alles summa summarum nicht so viel, aber es war doch wichtig. Und genau dieser Punkt ist eben aus der Erinnerung herausgefallen, also wirklich wörtlich herausgefallen, weil es eben diesem Westberliner Selbstbehauptungswillen einfach nicht entspricht, aufgestanden zu sein gegen die sowjetische Seite. Es wird ja oft gesagt, die Luftbrücke sei der Beginn der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ist das ein Mythos oder war das tatsächlich so? Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist
dem Insulanergedächtnis der Westberliner geschuldet. Die Luftbrücke ist tief in die DNA dieser Stadt, dieser Teilstadt eingeschrieben, weil man sich, ja, man empfand das so, dass einem geholfen wurde. Und es war in dem Moment natürlich auch überhaupt nicht wichtig, aus welchen politischen Gründen das überhaupt getan wurde. Und diese Völkerfreundschaft, diese deutsch-amerikanische Freundschaft, die da gefeiert wurde, die wurde auch verteidigt in West-Berlin. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die 60er und 70er Jahre denkt, als Jugendliche und junge Studenten auf die Straße gingen und gegen den Vietnamkrieg protestierten, die mussten, wenn sie das einmal taten, bei dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest in Tempelhof, die mussten vor der Polizei beschützt werden, vor den dann doch wütenden Westberlinern, die sich in dieser Freundschaft nicht gewürdigt fühlten. Ein zweites kommt hinzu, und das ist auch sehr wichtig dafür, wie diese Erinnerung in die DNA der Westberliner eingeschrieben ist. Denn innerhalb von nur 3 Jahren, also innerhalb von 1945 bis zur Luftbrücke 1948, veränderte sich in Berlin die Sicht auf die Deutschen. Das ist ein grundlegender Paradigmenwechsel, wie aus der Stadt und aus den Westberlinern. Das war dann plötzlich nicht mehr die Hauptstadt des Nationalsozialismus, sondern das war das Bollwerk für die Freiheit oder gegen den Kommunismus. Und aus dem ehemaligen Tätervolk war quasi über Nacht ein Opfer sowjetischer Aggression geworden. Sagt Dr. Bettina Greiner. Wir haben gesprochen über Mythos und historische Bedeutung der Berliner Luftbrücke. Vielen Dank Ihnen für die Information. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wenn man sich alte Karten der DDR anschaut, dann ist West-Berlin ja immer wie eine Insel. Mittendrin in diesem anderen Staat und doch ein Teil der Bundesrepublik Deutschland. Das hat auch ein Reporter des RIAS miterlebt und so beschrieben. So ruhig, so gleichmäßig gleitet die Maschine durch die Luft. Ganz tief unter uns bleibt jetzt Gardulin. Wir müssen jetzt ungefähr eine Höhe von ungefähr 900 bis 1000 Metern erreicht haben. Ich schaue herunter, die Maschine fliegt jetzt noch einmal eine große Kurve über West-Berlin. Und es ist komisch, liebe Hörer, hier von oben zu sehen, welche Gebiete Berlins jetzt im Augenblick Strom haben und welche nicht. Man sieht ganze Bezirke fast quadratisch abgezirkelt, im hellen Lichterglanz erscheinen und andere wiederum sind in Dunkel gehüllt. Matthias, das war doch sicher später auch noch eine komplizierte Situation, oder? Genau so ist es. So jedenfalls habe ich es auch immer empfunden. Berlin hatte einen merkwürdigen Status. Einerseits war es natürlich eine freie Stadt, zumindest im Westen, die alle Vorzüge des freien, kapitalistischen, eben westlichen Lebens genießen konnte. Wer nach Berlin zog, der kam in den Genuss von staatlicher Unterstützung. Berlin war in einigen Stadtteilen zudem stark geprägt von Tausenden von Studenten. Andererseits aber gab es Stellen in der Stadt, an denen die Stadtbahn regelrecht umkehren musste, weil die Schienen an der Mauer endeten. Wer nach West-Berlin mit dem Auto fuhr, musste rund 100 Kilometer auf einer DDR-Autobahn fahren, unter der argwöhnischen Beobachtung von DDR-Volkspolizisten, die gerne mal Knöllchen wegen Geschwindigkeitsübertretung an einen Mercedes-Fahrer verteilten. Also Freiheit und totale Einengung waren die beiden Seiten der einen Medaille. Die Luftbrücke war 1948, danach hat es dann 1953 und 1961 weitere einschneidende Ereignisse in Berlin gegeben. Die nächsten beiden Höhepunkte des Kalten Krieges. Zweifellos, das kann man wirklich so sagen. Im Juni 1953 wurde ein Aufstand in Ost-Berlin niedergeschlagen. Die Arbeiter der DDR wollten freie Wahlen, sie wollten die Vereinigung der 4 Besatzungszonen zu einem Staat, sie wollten den Rücktritt des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und vor allem die Rücknahme einer Normerhöhung in der Industrie, die von der SED auf dem Weg zum, Zitat, planmäßigen Aufbau des Sozialismus kurz vorher beschlossen worden war. Der Aufstand wurde mit militärischen Mitteln niedergeschlagen. Es gab 75 Tote. Anschließend tagten Standgerichte mit 26 Todesurteilen. Weitere 1500 Demonstranten wurden angeklagt. Lediglich 39 Freisprüche hat es gegeben. Das hat natürlich weltweites Entsetzen ausgelöst und der DDR über viele, viele Jahre jede Menge Reputation gekostet. Und das zweite Ereignis war natürlich im August 1961 der Bau der Berliner Mauer, die dann mit einem Stacheldrahtzaun entlang der gesamten innerdeutschen Grenze erweitert wurde. Zwischen August 1961 und dem November 1989, als die Mauer geöffnet wurde, waren die beiden Deutschländer de facto voneinander getrennt durch Mauer und Stacheldraht, mit Selbstschussanlagen und vielen tausend DDR-Grenzsoldaten, die mit einem Schießbefehl ausgerüstet waren.
Und mittendrin immer Berlin. Genau. Und diese Stadt hat wie keine andere unter dem Kalten Krieg gelitten. Nicht nur, dass viele Berliner Familien voneinander getrennt waren, sondern eben auch dadurch, dass man in Berlin durchaus immer die Sorge haben konnte, dass die Stadt sozusagen als Verhandlungsmasse im großen Poker des Kalten Krieges sozusagen verhökert werden konnte. Nach dem Motto, ihr kriegt Berlin und dafür marschiert ihr nicht in Prag ein. Da war es ja 1968 während des Prager Frühlings zum Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes gekommen, um das Land wieder auf die offizielle Linie der Sowjetunion zu bekommen. Ich finde ja, diese besondere Stimmung spürt man sogar heute noch in Berlin. Auch wenn zum Glück im Alltag nicht mehr viel von den verschiedenen Höhepunkten des Kalten Krieges zu sehen ist. Matthias hat uns ja eben schon ein bisschen was erzählt über die besondere Situation von Berlin. Aber da gibt es noch mehr. Und das bespreche ich jetzt mit Dr. Bernd Stöver. Er ist Historiker und Professor an der Uni Potsdam und hat ein Buch geschrieben über die Geschichte Berlins. Hallo, Herr Stöver. Hallo. Berlin sollte ja von allen vier Besatzungsmächten gemeinsam verwaltet werden. Das war ja bei den Konferenzen von Jalta und Potsdam so beschlossen worden. Und dafür gab es auch einen Kontrollrat. Warum hat das nicht geklappt? Das hat vor allen Dingen nicht geklappt, weil die alliierte Zusammenarbeit schon während des Krieges schwierig gewesen ist und mit dem Sieg über Hitler, der ja der erste Gegner war, oder Deutschland der erste Gegner, war es im Grunde genommen zu Ende mit der Gemeinsamkeit und der Kalte Krieg hat sozusagen den Rest dort erledigt. Insofern war es absehbar schon 1945, dass das schwierig werden wird. Es wird ja immer wieder gesagt, auch in Bezug auf die Luftbrücke, dass Berlin eine unglaublich große Bedeutung für die Westalliierten hatte. War das wirklich so? Ja, absolut. Also Berlin ist ja nicht umsonst in vier Besatzungszonen geteilt worden, wovon drei eben die Westalliierten hatten und eine Zone die Sowjets. Ein Rückzug für die Amerikaner, wie sie in der Berlin-Krise ja gefordert wurde von den Sowjets, war absolut nicht akzeptabel. Das wäre gegen die Glaubwürdigkeit gegangen. Die Amerikaner haben im Grunde genommen während des ganzen Kalten Krieges befürchtet, dass ein Rückzug aus irgendeinem Gebiet, das ist jetzt im Grunde genommen nicht so entscheidend, welches Gebiet, ein Problem in anderen Gebieten verursachen würde. Und Berlin stand da an erster Stelle. Wenn ein Rückzug dort stattgefunden hätte, glaubte man, dass man in allen möglichen anderen Gebieten auf der Welt ein Problem haben würde. Also der Kalte Krieg ist eben eine globale Angelegenheit und Berlin war eben der wichtigste Standort in Mitteleuropa. Warum ausgerechnet Berlin? Naja, die Hauptstadt des großen Gegners, die man mit den Sowjets geteilt hatte. Und Berlin war eben noch bis 1961 offen. Also offen heißt, die Grenze in der Stadt war nur durch Nagelreihen, maximal durch ein paar Fopos oder ähnliches gesichert. Man konnte relativ leicht in den anderen Teil gehen, deswegen war es die Hauptstadt der Spione, aber es war auch eine Hauptstadt, wo Befreiungsorganisationen relativ leichtes Spiel hatten, viel Propaganda stattfand. Man stritt sich auf verschiedenen Gebieten, hatte aber auch als Berlin als Schaufenster, denken Sie an die Architektur, das Hansaviertel versus die Stalinallee, alles das machte Berlin eben wichtig. Wie ist die Bevölkerung in Berlin mit diesem Leben als Frontstadt umgegangen? Naja, bis 1961 noch relativ normal, so muss man es ja sagen. Also die Stadt war offen. Die West-Berliner gingen beispielsweise auch ins Kino in Ost-Berlin. Man konnte dort auch einkaufen. Alles das hat ja schließlich auch dann dafür hinzugeführt, dass Ulbricht, also die DDR-Führung, darauf gedrungen hat, dass man endlich eine Mauer baut, um einerseits sozusagen den Zulauf aus dem Westen rauszukriegen, aber andererseits auch eben den Abzug, die Flucht von eigenen Leuten, besonders die gut ausgebildeten Leute, zu verhindern. Der Mauerbau 1961 ist schlicht der Versuch gewesen, das zu retten, was man hatte. Man glaubte nicht, dass man das ohne eine Mauer schaffen würde. Die DDR war da dran auszubluten und das betraf eben auch Ost-Berlin. Die Mauer war sicherlich ein, ich sag mal, Schaden, den der Kalte Krieg in Berlin angerichtet hat. Was für Schäden gab es noch? Naja, die Mauer, das ist schon einer der großen Schäden gewesen. Das ist auch das, was den Berlinern sehr wehgetan hat, West wie Ost. Immerhin sind ganze Familien auseinandergerissen worden. Und die ersten Versuche, die ja der Berliner Senat gemacht hat, gingen ja darauf hinaus, die Normalität sozusagen halbwegs wiederherzustellen, indem man mich Besuche ermöglicht. Die DDR-Führung davon versucht zu überzeugen, Besuche zu erlauben. Und das ist ja dann auch irgendwann gelungen. Ansonsten sind die Brüche relativ tief gewesen. Also psychologisch haben sich seit der ersten Berlin-Krise im Grunde genommen, die zweite kommt ja dann kurz vor dem Mauerbau,
die beiden Teile weit auseinander gelebt. Das kann man ja auch nachweisen, beispielsweise an den Radiosendungen, dass eben der Berliner Rundfunk schwächer wird, also der Ostrundfunk sozusagen schwächer wird in den Zuhörerzahlen und die westlichen Sender immer stärker werden. Und wenn man jetzt weiter versucht zu klären, was für Schäden und so weiter, dann kann man ja einzelne Punkte herausgreifen. Also West-Berliner haben zum Beispiel die S-Bahn, die ja zu Ost-Berlin gehörte, versucht zu boykottieren. Also die gesamten 80er Jahre ist die S-Bahn wirklich niedergegangen. Alles dies sind sozusagen die tiefen Brüche, die da zu beobachten sind. Und man merkt ja bis heute, dass Ost- und West-Berlin immer, jedenfalls in Teilen der Bevölkerung, immer noch als Begriff eine Rolle spielen. Es gibt viele, die sagen, sie seien West-Berliner und alte West-Berliner und ähnliches. Das ist auch zum Teil so geblieben, aber das wird sich auswachsen, je nachdem, welche Generation dann eben heranwächst, wird das irgendwann auch vergessen sein. Professor Bernd Stöver war das. Wir haben gesprochen über Berlin und warum die Stadt eine so große Bedeutung für die Westalliierten hatte. Danke Ihnen dafür. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Eben haben wir einen Blick geworfen auf das Berlin von früher, als es noch die Mauer gab und den Kalten Krieg. Jetzt schauen wir uns an, wie es heute in Berlin aussieht. Welche Rolle die Luftbrücke und der besondere Status der Stadt während der Teilung Deutschlands heute noch spielen. Das bespreche ich mit Jürgen Kavelat von der Berliner Geschichtswerkstatt. Hallo Herr Kavelat. Ja, schönen guten Tag. Wie ist das denn? Spielt die Luftbrücke überhaupt noch heute in den Köpfen der Menschen in Berlin noch eine Rolle? Na, ich würde sagen im Prinzip ja, aber es kommt natürlich darauf an, wie das Alter der Befragten ist. Die Älteren oder ganz Alten, die das ja praktisch noch als Kinder miterlebt haben, denen ist es ja sicherlich gewärtig. Und je jünger die Leute werden, desto eher verblasst dieser Teil der Berliner Geschichte. Also ich würde mal sagen, der Großteil der jetzigen Ost- und West-Berliner, ja, denkt, dass das ein Teil der Geschichte ist, aber eher ein weniger zu beachtender. Wird das Thema denn in Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen irgendwie thematisiert? Ja, das wird's. Ich habe mal hier bei uns in der Berliner Geschichtswerkstatt rumgefragt. Wir haben ein paar Lehrer bzw. ehemalige Lehrer und die haben gesagt, ja, es wird auf jeden Fall angesprochen in der 9. und 10. Schuljahrgangsklasse der Berliner Schulen und in den Kursen der Oberstufe. Aber wie weit das dann praktisch als ständige Erinnerung bleibt, das ist, wie gesagt, meiner Ansicht nach ein bisschen fraglich, je jünger die Leute werden. Im Grunde gibt's ja gerade, was die Luftbrücke betrifft, so zwei Seiten. Die Westalliierten, vor allem die USA, deren Soldaten Schokolade für die Kinder abgeworfen haben. Und auf der anderen Seite dann die Sowjets, die haben die Stadt abgeriegelt. Gibt es diese Zweiteilung auch in den Köpfen der Menschen? Auch da habe ich ein bisschen rumgefragt bei uns im Verein. Wir haben Leute, die, ich sage mal, westlich sozialisiert sind und Leute, die im Ostteil der Stadt gelebt haben. Und da gibt es eine geteilte Erinnerung. Die im Westen, wie gesagt, das kam in der Schule vor, das ist besprochen worden. Auch unter diesem Aspekt, die guten Amerikaner haben uns, den Westberlinern, geholfen. Und in Ostberlin, ja, war das eher unter ferner Liefen. Es ist wohl auch besprochen worden in den Schulen, aber dann eher auch unter dem Motto, die anderen haben ja angefangen. Denn diese Blockade von den Westberliner Sektoren, die war ja verursacht worden durch die Einführung der Währungsreform auf der Westseite in West-Berlin. Und der Osten, also die Sowjets, haben dann praktisch reagiert durch eine Blockade, weil sie die Einführung der Westwährung in West-Berlin verhindern wollten. Also eine geteilte Erinnerung. Und wie ist das heute? Die Stadt ist vereint. Gibt es heute denn noch eine Spaltung Berlins in den Köpfen der Menschen? Also in den Köpfen mancher Leute sicherlich, ich sage mal überspitzt, es gibt immer noch Reinickendorfer, die nie in Köpenick gewesen sind oder Leute in Köpenick, die noch nie am Wannsee waren. Also es gibt noch ein paar Hardcore-Ost-Berliner und Hardcore-West-Berliner. Das ist schon doch in den Köpfen der Leute geblieben, aber es hat sich natürlich stark vermischt und es sind viele Leute hin und her gezogen. Aber ja, ich meine, es sind 3,4 Millionen Einwohner, da kann man nie so ganz ein einheitliches kollektives Gedächtnis feststellen. Was aber klar ist, in der Stadt selber gibt es eine Reihe von Monumenten, die an die Luftbrücke erinnern. Einmal das Luftbrückendenkmal, die sogenannte Hungerhake am Platz der Luftbrücke, am Zentralflughafen Tempelhof. Dann den Rosinenbomber an der Fassade des Deutschen Technikmuseums, das finden wir immer interessant. Die Berliner Geschichtswerkstatt macht Stadtrundfahrten mit dem Schiff. Und da kommen wir am Kanal, auf dem Kanal direkt an diesem
Gebäude vorbei und der hängt da spektakulär draußen an der Fassade des Technikmuseums. Dann hat man natürlich immer einen Anknüpfungspunkt, über Rosinenbomber und Luftbrücke zu erzählen. Und dann gibt es auch noch in Dahlem einen begehbaren Rosinenbomber im dortigen Alliiertenmuseum. Also man findet in der Stadt schon Erinnerungsorte an die Luftbrücke, aber ich denke, das Luftbrückendenkmal ist meistens recht einsam. Touristen kommen da selten hin. Berlin war ja Frontstadt im Kalten Krieg und hatte immer eine ganz besondere Rolle. Und ich finde ja, das spürt man auch heute noch. Ist das meine Einbildung oder ist das tatsächlich so? Die besondere Rolle Berlins ist natürlich da, das ist die Hauptstadt nun des größten Landes in Europa mit einer unglaublich vielfältigen Geschichte. Und also wenn man durch die Stadt läuft, ist man auf Tritt und Tritt mit der Berliner Geschichte und der deutschen Geschichte konfrontiert. Die vielen Stolpersteine, die vor den Berliner Hauseingängen angebracht sind im Trottoir, die erinnern an die Verfolgten, meistens waren es Juden. Also man kann der Geschichte in Berlin nicht entkommen und das ist auch gut so, denn wenn wir uns erinnern, was mit dieser Stadt passiert ist, dann muss man überlegen, wie man sich heute politisch verhält, dass es nicht wieder kommt, dass solche Radikalen an die Macht kommen, die ganz Europa ins Unglück stürzen. Dankeschön, Jürgen Kavelat. Wir haben gesprochen über das Berlin von heute und seine Bedeutung in der einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank. An der Luftbrücke nach West-Berlin waren alle drei Westalliierten beteiligt, nämlich Großbritannien, Frankreich, vor allem aber die USA. Das ist ein Beispiel dafür, wie die USA in Berlin aktiv in den Kalten Krieg mit der Sowjetunion eingegriffen hat. Nach dem Fall der Mauer und dem Ende des sozialistischen Ostblocks war dann natürlich der Kalte Krieg vorbei, zumindest erstmal. Matthias, sind sich die Historiker denn mittlerweile einig, was Ursache und was Folgen im Kalten Krieg waren? Nein, natürlich nicht. Solange die Archive aus Geheimhaltungsgründen während des Kalten Krieges verschlossen waren, gab es zwei Erklärungen. Die eine, logischerweise in den USA vertreten, sah in dem ideologisch begründeten Vordringen der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg die Ursache und die eher als Verteidigung zu verstehende Reaktion des Westens unter der Führung der USA eben als Folge. Also Unterdrückung gegen die Verteidigung von Freiheit und Marktwirtschaft. Die andere Sichtweise, und auch das kann natürlich nicht erstaunen, wurde eher in Moskau favorisiert. Danach waren die hegemonialen Interessen der USA der Auslöser, dem sich der Ostblock reagierend entgegengestellt habe. Hier wird immer der Marshallplan als Beispiel für die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten anderer, vor allem eben europäischer Länder, angeführt. Die Luftbrücke von 1948 gehört auch hierher. In der sowjetischen Sichtweise war die von den Amerikanern befürwortete neue Währung in den Westzonen ein Akt der ökonomischen Expansion, der mit der Isolierung der westlichen Sektoren Berlins habe begegnet werden müssen. Und als Folge dessen sei es dann eben zur Luftbrücke gekommen. Hat sich an diesen beiden Sichtweisen irgendwas geändert, nachdem dann die Archive zugänglich waren und die Akten über den Kalten Krieg den Forschern zur Verfügung standen? Naja, also nicht wirklich. Nach wie vor sehen Forscher aus aller Welt den Antagonismus zwischen Kapitalismus und Sozialismus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Ursache des Kalten Krieges. Etwas mehr ins Blickfeld ist allenfalls die paranoide Persönlichkeit Stalins gerückt, der aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörungen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg diese weltweite Auseinandersetzung verschärft haben könnte. Bleibt zu hoffen, dass es heutzutage keine Staatsmänner mehr gibt, die eine solche schwere Persönlichkeitsstörung haben, auch wenn ich mir da bei dem einen oder anderen nicht so sicher bin. Nächste Woche geht es auch um einen großen Staatsmann, der ebenfalls unter den politischen Umständen seiner Zeit leiden musste, nämlich Nelson Mandela. Insgesamt 27 Jahre hat er im Gefängnis verbracht, weil er einer der führenden Aktivisten im Kampf gegen die Rassentrennung in Südafrika war. Dazu mehr in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.